Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Konstruktionsgrammatik. Wir werden uns heute mit einem Thema beschäftigen, das am Anfang aller Dinge steht, nämlich dem Spracherwerb, also und zwar nicht dem Zweitspracherwerb, sondern dem frühen Erstspracherwerb, das heißt dem Spracherwerb von Kindern. Und dieser Spracherwerb ist Oder dieser Erstspracherwerb oder der frühe Spracherwerb bei Kindern ist eines der Themen, das nicht umsonst am Beginn hier diesem exemplaren Durchgang durch unterschiedliche Forschungsfelder steht. Denn es ist tatsächlich so, dass der frühe Erstspracherwerb ein Thema ist, das in der Konstruktionsgrammatik auch sehr früh aufgegriffen wurde als ein relevanter Gegenstand für die Auseinandersetzung mit Sprache. Warum? Wenn Sie sich zurückerinnern an die Frage, warum bestimmte grammatische Modelle oder wie bestimmte grammatische Modelle aufgestellt sind, so ist es so, dass die generative Grammatik mit einem regelbasierten Ansatz, mit einem normativen Apparat im Hintergrund bestimmte Strukturen, die Kinder oder auf die Art und Weise, wie Kinder Sprache lernen, nicht adäquat beschreiben konnte. Das ändert sich ab dem Zeitpunkt, ab dem Michael Tomasello die Konstruktionsgrammatik rezipiert und relativ früh auf den Erstspracherwerb eingeht und das System, das aus der kognitiven Grammatik herkommt, über Langecker und Lakoff vor allen Dingen, in die Beschreibung des Erwerbs von Sprachstrukturen aufnimmt. Michael Tomasello ist per se kein Linguist, sondern ein Ethnologe und oder ein Anthropologe und hat sich sehr früh beschäftigt mit der Frage, wie kognitive Strukturen sich bei Menschen auszeichnen und durch was sich das Menschsein auszeichnet. Ein paar Aspekte haben wir hier schon in der Vorlesung besprochen zu der Frage und es wird auch heute noch mal im Mittelpunkt stehen. Ja, zur Literatur vielleicht ganz kurz. Möchte Ihnen eigentlich im Wesentlichen drei Forscherinnen vorstellen, die zu dem Thema gearbeitet haben und immer noch arbeiten. Das ist vor allen Dingen Heike Behrens und Holger Diesel, die ich Ihnen hier an wenigen ausgewählten Arbeiten zeige. Sie können sehen, dass wir mehr oder weniger seit den frühen 2000ern eine Auseinandersetzung im frühen Spracherwerb bei Kindern als ein Thema für die Konstruktionsgrammatik haben. Das ist wirklich relativ früh. Und vor allen Dingen die Arbeiten von Holger Diesel möchte ich Ihnen hier empfehlen. Sie sehen, dieser 2007er Aufsatz am Ende der Liste ist erschienen in dem ersten Band zur Konstruktionsgrammatik von Anatol Stefanovic und Kerstin Fischer und im Wesentlichen nochmal aktualisiert für das Handbuch Of Construction, Handbook of Construction Grammar 2013. Also das heißt, das ist mehr oder weniger nochmal eine Zusammenfassung der Arbeiten, die er vorgelegt hat und die auch sonst im frühen Erstspracherwerb vorgelegt worden sind. Und dieses Handbuch würde ich Ihnen empfehlen, das zu rezipieren, wenn Sie sich auf den aktuellen Stand der Forschung bringen wollen zu dieser Frage. Das Zweite, was ich Ihnen gern zeigen möchte, sind natürlich die Arbeiten von Michael Tomasello. Sie sehen schon, das sind eine Reihe von Publikationen. Ich möchte auf zwei hinweisen, also die habe ich hier auch hervorgehoben. Das eine, Constructing a Language. Hier geht es im Wesentlichen um die Frage, wie wir basal die Theorie des Spracherwerbs beschreiben können, auch aus einer anthropologischen Perspektive. Und das Zweite ist die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens. Im Wesentlichen, das ist das, was ich hier schon vorgestellt habe, in Bezug auf Joint Attention, Shared Intentionality und so weiter, und den gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus. Da werden wir heute nochmal drauf schauen, weil das natürlich für den frühen Spracherwerb relevant ist. Das Zweite ist, ich werde heute sehr viel an authentischem Material arbeiten. Das heißt, an Aufnahmen, die aus dem frühen Erstspracherwerb kommen und so eine kleine Entwicklungsspanne abbilden.
Die ganzen Informationen sind nicht im PDF verlinkt, sondern sind dann nur in der Aufzeichnung zur Vorlesung hoffentlich zu hören. Das werden wir sehen, schlussendlich. Und das kann ich Ihnen tatsächlich empfehlen, wenn Sie in der Linguistik arbeiten und kleine Kinder um sich herum haben, dass Sie ab und zu mal eine Tonaufnahme probieren. Das lohnt sich wirklich, vor allen Dingen dann in der Rückblende. So, also, wenn wir die bisherigen Überlegungen zur Konstruktionsgrammatik uns anschauen, dann werden Sie diese Fragen, zentralen Fragen für den frühen Erstspracherwerb nicht verwundern. Nämlich die eine Frage, die hier als in einer zweiten Position steht, wie können wir denn erklären, dass Sprachwissen aus Sprachgebrauchssituationen heraus emergiert, also das heißt entsteht. Und das zweite ist, welchen Eigengesetzlichkeiten folgt der kindliche Spracherwerb? Sie wissen das vielleicht, wenn Sie, man redet in öffentlichen Diskursen immer ab und zu mal so von Kindersprache, ja, so in Anführungszeichen, und meint damit irgend sowas Defizitäres, was noch nicht so richtig fertig ist. Also was irgendwie sich noch entwickeln muss und aber jetzt in dem frühen Stadium noch irgendwie falsch ist. Das sind so eine genannte Defizitmodelle, mit denen man versucht, dass die Abweichung des kindlichen Spracherwerbs von dem, was Sie so als Erwachsenensprache wahrnehmen, zu beschreiben. Demgegenüber versucht die Konstruktionsgrammatik eine andere Zielrichtung, eine andere Stoßrichtung. Und zwar, indem sie versucht, die Kinder in Interaktionssituationen und Kommunikationssituationen so zu beschreiben und ernst zu nehmen mit dem, was sie produzieren und weshalb sie es produzieren. Hier am Beispiel ist würde ich gerne den Aufschlag machen zu den Überlegungen von Michael Tomasello, der davon ausgeht, dass man vor allen Dingen in Interaktionssituationen, wenn man intersubjektiv Erfahrungen teilt und miteinander einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus etabliert, Sprache erwirbt und Sprache lernt. Das geht relativ früh los. Also Sie kennen, es gibt die Forschung zum sogenannten Baby-Talk, das heißt, wenn Mütter mit ihren Kindern sprechen und auf welche Arten sie mit ihnen sprechen und wie das klingt. Und Kinder sind auf diesen Input, auf diese konkrete Interaktion massiv angewiesen. Wenn Sie alle Elemente der Vorlesung bisher Revue passieren lassen, dann wissen Sie, dass Kinder im frühen Erstspracherwerb und wenn wir als Menschen miteinander sozial interagieren, nicht über eine angeborene Sprache verfügen. Und wenn wir nicht über eine angeborene Universalgrammatik oder Sprache verfügen, dann müssen wir mit Kindern entsprechend interagieren, um sie zu befähigen, dieses kulturelle Artefakt Sprache überhaupt zu erlernen. In der Konsequenz heißt das, sprechen miteinander, ja, oder in Situationen, Kinder in Situationen bringen, in denen miteinander gesprochen wird. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe, wenn man sich über die Bedingungen für den frühen Erstspracherwerb Gedanken macht. Also nicht parken vor Geräten, nicht mit irgendwelchen Grundschul-Apps Wortschatz lernen lassen, sondern sprechen. Sprechen, zuhören, lesen und so weiter. Das heißt, oder erzählen, ja, erzählen lassen, sich gegenseitig Geschichten erzählen. Das sind Interaktionssituationen, die den Spracherwerb bei Kindern fördern. Und je früher sie damit anfangen, umso besser. Ja, zur Wiederholung vielleicht nochmal ganz kurz dieses Modell der Shared Intentionality. Was hier schon etwas ausgebaut ist, um den Aspekt, dass das Gegenüber immer weiß, was man selber tut. Also ein relativ komplexes Geflecht von Erwartungen und Erwartungserwartungen und Erwartungshaltungen gegenüber dem anderen.
Und wenn man die kognitive Grammatik und die kognitive Linguistik ernst nimmt, ist das das Erste, was Kinder können. Also wozu Kinder prinzipiell in der Lage sind. Kinder sind in der Lage, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und vor allen Dingen suchen sie gemeinsame Aufmerksamkeitspunkte mit ihrem Gegenüber. Das gelingt natürlich in den frühen Entwicklungsstadien relativ schlecht, aber sie wissen auch vielleicht aus ihrem Umfeld, dass Eltern dazu neigen oder andere Menschen dazu neigen, auch Verhalten von Kleinkindern zu überinterpretieren. Ja? Vor allen Dingen, wenn sie mal lachen oder so, was sie in der Regel am Anfang nur tun, damit sie nicht irgendwie weggestellt werden. Also das heißt, dieses automatisierte Lachen, das, der Versuch der Nachahmung von Gestik und Mimik, die Herstellung von Blickkontakt und so weiter, dienen natürlich alles dazu, um zu signalisieren, ich bin da, ich bin hier, ich achte darauf, was du tust. Das Ganze geht natürlich noch viel weiter. Das heißt, wenn Sie mehrere Kinder um sich herum haben und es auch darum geht, zum Beispiel zu sagen, wie funktioniert das Ganze in Kindertageseinrichtungen, wie läuft das Ganze da ab? Kinder haben eine sehr gute Vorstellung davon, wie andere Kinder um sie herum ein Sozium wahrnehmen. Und glauben Sie mir, ich möchte nicht wissen, was meine Kinder von uns, von unserem Sozium daheim, von dem ich hoffe, dass vier Wände drum sind und eine Tür, genau in diesem Sozium, nämlich der Kindertageseinrichtung, erzählen. Also was die Betreuerinnen unserer Kinder von uns wissen. Und dieses Verständnis von unterschiedlichen Sozialgefügen bauen Kinder sehr, sehr schnell auf. Also sie wissen sehr schnell, wer zu ihnen gehört, wer nicht zu ihnen gehört und wie die Gruppe, in der sie sich bewegen, funktioniert und wie sie selber als Teil dieser Gruppe funktionieren und was diese Gruppe erwartet von ihnen. Das merkt man immer sehr schön bei bestimmten Hochfesten, die aufkommen, also sowas wie Weihnachten, um das mal zu sagen, der Besuch des Weihnachtsmanns in der Kindertageseinrichtung. Ein Highlight für die Großen. Die Kleinen sind immer relativ erschüttert und schreien in der Regel, so dass sie das nahest lernen und die Größeren wissen ganz genau, wie die Kleinen reagieren. Und reagieren schon sehr früh darauf, indem sie sagen, schau doch mal, der bringt Geschenke und so weiter. Also das heißt, es gibt sowas wie ein Gruppenverständnis und ein Verständnis davon, wie man selbst in der Gruppe funktioniert, welche Ziele die Gruppe hat. Klammer auf, Sie haben vielleicht schon mal was vom jahrgangsübergreifenden Lernen gehört. Das ist eine Idee in Grundschulen, zu sagen, wir fördern Kinder nach ihren Fähigkeiten und vor allen Dingen lassen wir ältere Kinder als Mentoren jüngere Kinder begleiten und helfen ihnen dabei, in die Schule einzusteigen. Und da macht man sich genau möglicherweise unbewusst dieses Prinzip zunutze. Also das heißt, man führt Kinder quasi ein in ein Sozium, indem man es durch andere Kinder erklären lässt. Das funktioniert wunderbar, hat natürlich seine Grenzen, aber dieses Prinzip dieser gemeinsamen Gruppenvorstellung, also zu wissen, ich bin Teil einer Gruppe und die Gruppe hat bestimmte Ziele und Erwartungen und Vorstellungen und ich habe in einer bestimmten Art und Weise mich hier zu bewegen, das können Sie sehr gut durch Mitglieder dieser Gruppe erklären lassen, ohne dass Sie immer von außen reglementierend eingreifen müssen und sagen, jetzt machen wir das, jetzt machen wir dieses und jetzt fassen wir uns alle an der Hand und gehen gemeinsam in den Park. Das können Kinder ganz gut allein untereinander lösen. Es gibt noch andere Situationen, also so Internatsleben, sage ich mal, ja, wo das auch eine Rolle spielt und ich glaube, wo die zuständigen Betreuer nicht alles wissen, was die Gruppe weiß. Gut, Klammer zu. Was, wenn man von diesem Startpunkt ausgeht, ist es so, dass Kinder in der Regel in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres die Intention anderer erfassen können. Also zumindest nicht erfassen können, die Intention erfassen können, sondern, wenn sie wieder kognitionslinguistisch stecken, glauben, die Intention anderer erfassen zu können. Also das heißt, das Verhalten von anderen interpretieren. Und zwar als absichtsvolles. Das hat in der Regel damit zu tun, dass man Kindern gegenüber immer absichtsvoll handelt,
Weil man sie versucht natürlich zur Interaktion zu bewegen, die müssen irgendwie essen, die sollen irgendwie schlafen und irgendwie soll sich ihr ganzer Tagesablauf auch irgendwie nach dem eigenen richten. Und das funktioniert mal besser und mal schlechter, siehe Zeitumstellung. Aber es ist so, dass das Kind versucht, an dem Sozium zu partizipieren, indem es versucht, Intentionen zu erfassen und schon in einer bestimmten Art und Weise darauf zu reagieren. Das Zweite ist, dass sie, wenn sie bestimmte stereotype Handlungen beobachten als Kind, diese natürlich mit bestimmten sprachlichen Äußerungen assoziieren. Das heißt, immer wenn jemand Neues zur Tür hereinkommt und sagt Hallo, dann wird das Kind damit offensichtlich sowas wie ein Grußszenario verbinden, genauso wie eine Verabschiedung. Und es gibt ganz typische stereotype ritualisierte Sprachhandlungsmuster, die für bestimmte Situationen vorgesehen sind. Also diese typischen Paarformeln für Gruß und Gegengruß. Bitte, das ewige Bitte-Danke-Spiel. Also wissen Sie vielleicht aus Ihrer eigenen Erziehung oder aus der Erziehung anderer, wie häufig Sie darauf hinweisen, dass man um bestimmte Dinge bittet und in bestimmten Situationen Danke sagt. Das geben Sie natürlich auch den Kindern mit, indem Sie schon sehr, sehr früh anfangen zu sagen, jetzt bitte, jetzt danke, jetzt bitte, jetzt danke. Kinder haben dazu keine Lust, machen es aber nachher immer selbst. Ja? Also das heißt aber, sie lernen bestimmte Stereotype, Handlungsmuster und sprachliche Äußerungen in bestimmten Situationen kennen. Ähnliches Beispiel Überqueren von Straßen. Halt, lauf weiter, lauf gerade, lauf schnell und so weiter. Das ist etwas, was Sie relativ schnell lernen, auch wenn Sie es selbst noch nicht produzieren können. Das Zweite ist, dass sie bestimmt erkennen, dass nicht nur, wenn andere Personen eine intentionale Handlung vollziehen, die möglicherweise nicht auf sich bezogen sind, sondern wenn sie direkt angesprochen werden. Also wenn man Kinder direkt anredet und dann von ihnen irgendetwas erwartet. Den meisten von Ihnen dürfte noch bewusst sein, wenn Sie auf irgendwelchen Familienfesten sind und dann werden Sie Mensch, du bist aber groß geworden. Was sagen Sie dann? Ja oder nein. Also das dürfte Ihnen noch bewusst sein. Und diese Situation gibt es natürlich in allen anderen möglichen Situationen, wo Sie als Kind direkt angeredet werden und dann in irgendeiner Art und Weise zu reagieren haben. Das macht man natürlich auch, weil sie sonst relativ still vor sich hinleben und still vor sich hinsitzen und man hofft, durch Anrede direkt jemanden so zu inspirieren, irgendwie ins Gespräch zu kommen. Bei Adoleszenten auf die Frage, du bist aber groß geworden, scheitert das in der Regel kolossal, weil das der Gang der Dinge ist und sie sich selbst nicht beim Wachsen beobachten. Aber Sie sehen, das ist eine typische Form der Anrede, vor allen Dingen in der direkten Interaktion, vor allen Dingen zwischen Vater und Kind oder Mutter und Kind, eine sehr, sehr große Rolle spielt, auch wenn das Kind selbst nicht reagieren kann. Das nächste, was Sie beobachten, was Kinder beobachten, ist die Interaktion zwischen Erwachsenen und die so ein Wechselspiel produzieren. Ja, also das heißt, es gibt bestimmte monologische Formen, die immer wieder beobachtbar sind. Es gibt bestimmte direkte Anreden, die durch Kinder beobachtbar sind. Und es gibt vor allen Dingen diese dialogischen Situationen, die ganz stereotyp sind, die sie immer wieder beobachten und die relativ schnell dazu führen, dass sie sich bestimmte Muster etablieren. Also gibst du mir X, hat in der Regel zur Folge, dass irgendjemand etwas gibt. Und das kann die Butter sein, das kann das Messer sein, das kann ein Stift sein, das kann ein Blatt Papier sein. Und dann haben sie so einen ritualisierten Handlungsablauf, der mit verbaler Kommunikation parallel geht. Das heißt, die Menschen bewegen ihre Körper und sprechen dabei. Und das ist das erste Spiel, was Kinder in der Regel mit ihnen anfangen zu spielen. Ja, also ihnen Sachen zu geben. Also die können noch nichts anderes, aber sie fangen an, Sachen zu geben und Sachen zu nehmen. Und das ist mehr oder weniger eine körperliche, es ist eine Aushandlungssituation, eine körperliche Situation, die sie mit dem Kind teilen und in der es selbst wirksam, also höchst wirksam wird. Ja, es gibt ihnen was und das versagt es ihnen oder versteckt es vor ihnen. Und das können sie mit Kommunikation begleiten und das ist so das erste
der erste Austauschprozess, der sowohl körperlich als auch verbal parallel läuft. Also wenn Sie sich fragen, wo das Embodiment zum Beispiel eine Rolle spielt, das ist genau so ein Punkt. Sie können sich auch fragen, wenn Sie bestimmte Grußrituale vollziehen, ist es ja so, dass in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Grußrituale etabliert sind und üblich sind. Wie schwer Sie sich tun, zum Beispiel sich auf neue Grußrituale einzustellen. Das dauert eine ganze Weile, hat auch noch mit vielen anderen Faktoren zu tun, auch zum Beispiel mit dem Körperabstand, dem eigenen, oder der Frage, wie nah will ich jemand anderen an mich heranlassen. Aber der Punkt ist hier, dass man tatsächlich sagen kann, es ist eine Einübung in an den Körper gebundene Rituale. Und an den Körper gebundene Rituale, da tun sie sich immer relativ schwer, die zu ändern und die möglicherweise auf eine neue kulturelle Situation anzupassen. Ja. Dann eine zentrale Position von Tomasello, Meaning is Use, soll heißen, Kinder lernen Bedeutung sprachlicher Handlung aus dem Gebrauch. Denen ist die Bedeutung von Hallo nicht bewusst. Sie wissen nur, immer wenn jemand zur Tür hereinkommt, sagt er Hallo. Dazu zählt zum Beispiel auch in Kindertageseinrichtungen, dass die Kinder immer ans Fenster gebeten werden, um den Eltern noch zu winken. Ja, immer geh dahin, winke. Merken Sie, wenn Sie relativ klein sind, dass Sie Kinder damit überhaupt nicht anfangen können, ja, was das jetzt soll. Aber Sie üben sich in diese Praxis ein und irgendwann machen Sie das und Sie machen das auch weiter, selbst wenn Sie überhaupt kein Bedürfnis mehr danach haben, weil die Betreuerin zum Beispiel sagt, geh mal ans Fenster winken und immer, ach nee. Ja, das führt dazu, dass die Kinder irgendwie am Fenster winken und die Eltern winken und niemand hat es gewollt, nur die Betreuerin wollten es gern. Und da sehen Sie, dass, wie sich dann so ein Verhalten ritualisiert und eigentlich von diesem ursprünglichen Gruß halt zu so einem Gewohnheitsritual wird, was man irgendwie macht, aber eigentlich an Bedeutung schon verloren hat. Oder an Relevanz, nicht an Bedeutung, aber an Relevanz für beide beteiligten Seiten. Aber das Entscheidende ist, diese Bedeutung lernen Kinder aus dem Gebrauch oder aus dem Verhalten. Und zwar nicht nur dadurch, dass sie es selber tun, sondern auch, dass sie vermeintlich absichtsvolles Verhalten von anderen beobachten. Das ist der entscheidende Punkt. Also, Kinder sind zur Mustererkennung fähig. Das ist faktisch eine der wichtigsten kognitiven Voraussetzungen, die wir haben. Und aus diesen erkannten kommunikativen Mustern, die in bestimmten Gebrauchssituationen auftreten, werden grammatische Muster abgeleitet und gelernt. Also hier nochmal das Beispiel mit gibst du mir X, dass aus dieser Situation heraus der Spracherwerb so funktioniert, dass man bestimmte Strukturen erkennen kann. Ja, das wiederum führt zu dieser zweiten Setzung, die Tomasello macht und die ebenfalls zentral ist und in dem Kontext hier auch nicht verwunderlich ist, dass sprachliche Strukturen, Sprachwissen aus dem Gebrauch emergiert. Also, wir haben zwei Setzungen, Bedeutung ist Gebrauch und Sprachwissen emergiert aus Gebrauch. Heißt schlussendlich, Bedeutung steht zuerst. Das ist im Wesentlichen das, was passiert. Das heißt, es wird erst eine bestimmte Gebrauchssituation beobachtet. Da gehen Menschen davon aus, dass das absichtsvoll passiert, also was das Gegenüber macht. Und dann wird faktisch aus dieser Beobachtung, aus der wiederholten Beobachtung einer bestimmten Handlung eine Struktur abgeleitet. Und die wiederum führt dazu, dass ich konventionell bestimmte Muster etablieren, die für das Verständnis relevant sind. Ja, schlussendlich ist es so, dass Kinder nicht, auch das hatte ich hier schon mehrmals betont, das sollte jetzt nicht verwundern, nicht über eine angeborene Grammatik verfügen, sondern Kinder lernen
Sprache und Sprachwissen und Sprachstruktur aus dem Gebrauch, weil sie ihn als absichtsvoll interpretieren. Fallen Ihnen Handlungen ein, die man Kindern beibringen kann, die nicht absichtsvoll sind? Das sage ich ganz leise. Kinder verarschen macht Spaß. Wirklich. Ich kann eine Anekdote erzählen von einem sehr guten Freund von mir. Da waren wir, ich weiß nicht, vor schon ein bisschen her, in Ückeritz auf Usedom zelten. Und es war schlechtes Wetter und es gab so einen kleinen Kiosk. Und in diesem kleinen Kiosk gab es wie überall an der Ostsee den so billigen Bernstein, so in so kleinen Schachteln für einen Euro. Davon habe ich eine gekauft. Alle so, ja, warum machst du, was soll das, ja? Und dann natürlich alle Elstern, oh schön, der Bernstein und so weiter. Und er nahm einen dieser Bernsteine und rieb den so an der Hand. Und dann roch er an seiner Hand und sagte, man kann, wenn das Bernstein ist, kann man das riechen. Und ich habe ihn dann gefragt, wie er auf die Idee kommt, dass das, was da anders riechen soll. Und er meinte, seine Großmutter hätte ihm das gesagt, wenn er das macht, das würde man riechen. Also das könnte auch die verbrannte Haut sein, die du riechst. Ja? Er sagte, ja, das kann schon sein. Bist du jemals auf die Idee gekommen, dass deine Großmutter dir dann Bären aufgebunden hat? Sagt er, nein. Ich sage, ja, wie lief das denn ab in so einem Ostseeurlaub, in so einem klassischen, ja, ich bin die ganze Zeit am Strand rumgelaufen und ich sage, und was hat deine Großmutter währenddessen gemacht? Ja, sie hat da gesessen und hatte ihre Ruhe. Also das heißt, sie können Kindern auch ein absichtsvolles Verhalten beibringen, ohne dass es eine Funktion oder ohne dass es eine Bedeutung hat oder sogar kontraproduktiv ist, aber sie gehen automatisch davon aus, dass wenn sie ihnen das vermitteln, dass das, was Sie sagen, absichtsvoll ist, also dass das eine Bedeutung hat. Und diese Handlung hatte eine Bedeutung, aber nicht die, die das Kind erwartet hat, sondern die Großmutter hatte ihre Ruhe. Ja, und das Kind hat sich die Haut von der Hand geschart, ja, als sie gelbe Steine drauf gerieben hat. Also das heißt, das können Sie mit Kindern, überlegen Sie mal ganz kurz, ob Sie das aus Ihrer Kindheit kennen, so ein Verhalten, wo Sie denken, da hat Sie jemand gut ins Messer laufen lassen und hat sich wahrscheinlich hinter Ihrem Rücken königlich amüsiert darüber. Und das gehört, glaube ich, auch zum Heranwachsen dazu, dass man solche Episoden irgendwann mal kennt. Das funktioniert natürlich mit Sprache ganz genauso. Das heißt, Sie könnten theoretisch mit Ihrem Kind in einer Nonsenssprache umgehen, oder Sie könnten alle Stereotypen-Handlungen vermeiden. Also hier sind eine ganze Menge Gedankenexperimente möglich und Tomasello führt auch selbst 2 oder 3 dieser Gedankenexperimente vor, um zu zeigen, Kinder haben keine angeborene Grammatik, sondern sie achten und sie lernen aus dem Gebrauch in ihrer Umgebung, in die sie gesetzt sind. Das heißt, es ist nicht nur wichtig, wenn Sie sich an die Prinzipien hier vergegenwärtigen, es ist nicht nur wichtig, dass Sie mit Kindern reden, sondern dass Sie auch in Gegenwart von Kindern reden. Das ist das, was man daraus lernen kann und das ist vor allen Dingen auch für die frühen Jahre in der Schulausbildung von Relevanz. Also nicht nur mit dem Kind arbeiten, wie man so schön sagt, ja, sondern auch in Gegenwart des Kindes arbeiten. Das ist eigentlich ein zentraler Faktor, der hier eine Rolle spielt. Das zweite ist, dass kindlicher Spracherwerb Eigenregeln folgt, also eine Eigengesetzlichkeit aufweist, die man auch so zu beschreiben hat. Es ist nicht adäquat zu sagen, Kinder können nicht richtig reden. Also hören Sie auch häufiger von wenn ein Kind 4 oder 5 Jahre alt ist und dann kommt eins dazu, was 3 Jahre alt ist, dass Sie sagen, der kann ja noch gar nicht richtig reden. Ja, also das heißt, dass man seinen eigenen Status und das wird so geäußert, dass man selber kaum versteht, was da gerade irgendwie gesagt worden ist. Aber es gibt immer diese Wahrnehmung von Abweichungen und Kinder definieren über die Sprache, die sie hören,
auch Alter. Also das heißt, sie erkennen am Sprachgebrauch von Kindern auch, ob es jemand ist, der auf ihrem Niveau schon mitschwimmt oder ob es ein Kind ist, das jünger ist als sie selbst. Also das sind äußere, wir Erwachsene neigen dazu zum Beispiel zu sagen, es gibt so eine Körpergröße, Konfektionsgröße 122, Schuhgröße 29 und dann sagen wir, ja, ist 5. Und Kinder selbst orientieren sich nicht an Konfektionsgrößen, zwar an Körpergröße, aber auch an der Fähigkeit, miteinander sprechen zu können. Und achten Sie mal drauf, dass das tatsächlich einer der Gründe ist, warum Kinder manchmal nicht miteinander interagieren können, weil sie das Gefühl haben, wenn ich dem was sage, versteht er nicht, was ich meine. Und umgekehrt. Das nächste ist, das, was Tomasello beschreibt, ist, dass sich Grammatik aus sogenannten Verb-Insel-Konstruktionen herausbildet. Jetzt der Punkt ist an der Sache, ich zeige Ihnen nachher, was Verb-Insel-Konstruktionen sind. Bitte stellen Sie sich das so vor, dass Sie ein bestimmtes Verb haben wie schlagen und Kinder lernen nicht, sagen wir mal, so relativ abstrakte Rollen wie Agens, Patiens, Objekt und so weiter, also semantische Rollen, sondern sie lernen, dass mit diesem Verb schlagen gemeinsam andere Entitäten auftreten können, die zum Beispiel bedeuten, dass jemand schlägt, also der Schlagende, der Geschlagene und möglicherweise womit geschlagen wird, ja, also das Instrument des Ganzen. Und diese Verb-Insel-Konstruktion, also Schlagender, Geschlagenes, das wären diese Verb-Insel-Konstruktionen, sind direkt auf dieses Verb bezogen. Zunächst. Und dann erst später in einem weiteren Schritt werden sie abstrahiert so weit, dass man sagt, okay, aus dem Geschlagenen, aus dem der schlägt, aus dem der schreibt, aus dem der einkauft, wird so etwas wie ein Agens. Das heißt, diese relativ abstrakte Struktur wird erst im Nachgang gelernt. Sie lernen aber auf keinen Fall so eine Entitäten wie Subjekt und Objekt. Das Letzte ist, dass Sie freilich mit dem zunehmenden Alter und der Erfahrung und dem Wissen, das Sie ansammeln, natürlich auch Ihre grammatischen Strukturen immer weiter ausbauen und abstrahieren. Also, dass Sie zunehmend abstrakte Schemata abspeichern, die Sie dann auch produktiv nutzen können. Ich zeige Ihnen heute dafür einige Beispiele. Ja, kommen wir mal zu den unterschiedlichen Phasen des Spracherwerbs, des frühen Erstspracherwerbs. Kinder benutzen, fangen in den unterschiedlichsten Altern an zu sprechen. Man sagt gemeinhin, Mädchen sind ein wenig früher als Jungs. Davon mal ganz abgesehen, ob das stimmt, ob das ein Stereotyp ist oder nicht, sei es drum. Man kann jedenfalls beobachten, dass sie kurz nach dem ersten Geburtstag anfangen. Also wir haben hier die Zahlen, die Altersangabe 1-4, das bedeutet ein Jahr, 4 Monate. Fangen sie an, sprachlich zusammenhängende Symbole zu verwenden und um ein Szenario mit einem zusammenhängenden Begriff zu bezeichnen. Das Besondere ist, da sie nutzen das in der Regel, um kommunikative Ziele zu erreichen und sie können mit einem zusammenhängenden Symbol unterschiedlich sein. Also diese Symbole können polyfunktional sein. Also wenn sie sagen Ball, dann kann das bedeuten, dass sie einen Ball haben, dass sie einen Ball haben möchten oder dass sie einfach einen Ball sehen. Und sie benutzen dieses zusammenhängende Symbol, um alle drei Dinge gleichzeitig zu sagen, aber nur eins davon zu wollen. Ich zeige Ihnen jetzt mal ein Beispiel dafür. Mal sehen, ob das jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle. Noch ein Wabe, ne? Ja? Waumäh. Ja? Mäh. Ein Mäh, ein Schaf? Ein Waumäh? Ein Hundschaf? Mama. Ja? Mäh. Oh. Ein Hamster? Nein. Doch. Aber das ist ein Hamster. Eine Weintraube. Das. Ein Laufrad. Das. Ein Hamster. Das.
Ein Hamster. Das. Was ist das? Zeig's mal hier. Na, das ist das Haus vom Hamster. Hamsterhaus. Ein Hamsterhaus. Und wer ist das? Gagak. Aha. Fisch. Ja. Ein Fisch? Gagak. Ein Gagak ist das, ne? Kein Fisch. Gagak. Ja, wählen Sie dich. Einer. Noch einer, ne? Gagak. Ja. Gagak. Oh, was ist denn das? Oh, Erdbeere. Erdbeere? Ja. Mmh. Das ist Spinat. Nein. Doch. Ja. Spinat. Ja. Ja. Nein. Fisch. Ein Papagei. Papa. Papagei. Was ist denn das? Banane. Eine Banane. Das? Eine Kirsche. Das? Ist Müsli. Das? Ein Apfel. Das? Eine Leiter. Eine Leiter. Ja. Ja, ne? Papa. So. Mama. Katze. Fisch. Ein Fisch. Ja. Ein Hase. Das. Ein Hase. Das. Na, was ist das? Mein Papa. Ein Papagei? Nein, das ist Papa. Das ist ein Papagei. Worauf ich hinaus will, es gibt im Wesentlichen, also was Sie sehen, wir haben diese Demonstrative haben wir hier auch schon mal behandelt, dass Kinder relativ schnell lernen, auf bestimmte Sachen zu zeigen. Also das und dies und jenes, was ist das, was ist das, was ist das. Also wir gucken hier zusammen ein Bilderbuch an. Das ist unsere erste Tochter und die ist hier knapp über 1,5 Jahre alt. Und sie zeigt bestimmte Dinge, was ist das, was und das und das und das und das. Also das sind schon so eine Kombination, von denen ich aber nicht, von denen in dem Alter nicht davon auszugehen ist, dass sie die separieren kann und das, sondern das ist für sie eine holistische Phrase und das. Genauso wie noch eine, da, also im Sinne von da ist noch eine, um darauf zu zeigen. Und das kennen Sie vielleicht aus Ihrem direkten Umfeld, was Kinder sehr, sehr gern sagen, ist nochmal. Ja, nochmal, 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 nochmal. Und das sind mehr oder weniger schon die ersten holistischen Phrasen, die Sie verwenden, um eine Interaktion anzustoßen und am Laufen zu halten. Also ich hätte das Kinderbuch auch weglegen können, aber das ist mir nicht gelungen, weil sie immer sagt, und das, und das, und das, und das, und das, bis das Buch durch ist. Und wenn das Buch durch ist, nochmal. Und das heißt, mit relativ einfachen holistischen Phrasen, die hier zur Koordination eingesetzt werden, steuert man das interaktive Verhalten des Gegenübers und hält das Gegenüber im Spiel. Also es ging mir jetzt weniger darum, dass ich sage, okay, das ist ein Hamster, das ist eine Nane für Banane, sondern es ging mir um diese koordinierenden, Interaktion aufrechterhaltenden Signale, die hier eingesetzt werden, um ein kommunikatives Ziel zu erreichen, nämlich dass man gemeinsam weiterhin dieses Buch anschaut. Das zweite sind sogenannte Pivot-Schemata. Kinder fangen nach diesen holistischen Phrasen an, bestimmte Mehrworteinheiten aufzubauen, die zunächst Zwei-Wortsätze sind, um auf ein Szenario hinzuweisen mit zwei Komponenten. Die können ganz unterschiedlich gestaltet sein. Ich zeige Ihnen aber auch hier ein Beispiel, dass wir wahrscheinlich zweimal, also was ich vielleicht erstmal ein bisschen framen muss, wir leben in einer relativ überschaubaren Stadt mit sehr vielen Treppen. Also wo man sehr viele Treppen steigen muss. Und unsere erste Tochter konnte eigentlich erst Treppen steigen und dann laufen. Also ne, in der Reihenfolge. Und wir waren sehr viel da zu Fuß unterwegs und es gibt so eine Hohlgassen. Das heißt, wenn man da in diesen Hohlgassen Lärm macht, wird es sehr schnell sehr laut. Und ich habe es mir zum Spaß gemacht, ab und zu mal ein bisschen härter aufzutreten, ja, und sie damit zu provozieren, sie zu ärgern. Und das ist jetzt eine Szene, die Sie da hören. Henrike, unsere Erste ist, würde ich schätzen, zu dem Zeitpunkt, ja, sie ist, also es ist 2 Monate später, ja, also 1 Jahr, 9 Monate alt. Hör auf! Hör auf!
Das ist genauso so ein Pivot-Schema, was sie produziert. Sie sagt, hör auf, laufen. Ja, also das ist das, was sie sagt. Das sind unterschiedliche Komponenten, die ein Szenario aus zwei unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Nämlich, ich soll das eine lassen und das andere tun. Und Sie können dieses Hör auf, ist auch eine Kombination, die Sie wie und dann und das und das und das oder noch einmal ebenfalls als Holophrase sehen können. Also hör auf im Sinne von einer zusammenhängenden Einheit, mit der ein Szenario beleuchtet wird. Das Interessante hier ist aber allerdings schon, dass sie faktisch zwei Dinge zusammenbindet und damit so etwas entsteht wie ein frühes Pivot-Schema, was im Wesentlichen zwei Komponenten zusammenbindet und ein bestimmtes Verhalten zum Ausdruck bringt. Das nächste ist, dass man sogenannte Kinder itemgestützte Konstruktionen erlernen. Auch das passiert vor dem zweiten Geburtstag in der Regel. Und Sie können hier schon Beteiligte eines Szenariums benennen. Also das heißt, das ist der Punkt, an dem Kinder sehr früh anfangen, sogenannte Verb-Insel-Konstruktion auszubilden, die Tomasello beschrieben hat bei zweijährigen Kindern und sehr früh schon wissen, aha, das ist der Geschlagene und das ist derjenige, der schlägt. Und diese Verb-Insel-Konstruktion, also man würde eher sagen, so etwas wie, wir haben es in der letzten Vorlesung, habe ich das als so als Frame-Element bezeichnet. Ja, also das heißt, das können Sie sich jetzt mal so als Brücke vorstellen. Die werden zunächst an bestimmte Verben gebunden und später von diesen Verben abstrahiert auf abstraktere semantische Rollen. Das, wie gesagt, ist im Alter von 2 Jahren bereits. Weiteres Beispiel. Genau. Ich bin noch nicht fertig. Ich hab deine Brille. Hast meine Brille? Hier, stell mal das nochmal hin, das Essen. Halt dein Hallo. Nee, das hältst du nicht, bitte. Das, nee, das liegt da ganz gut, das Hallo. So, ich muss wieder mit den Fingern essen. Nein. Halt dein Hallo. Du musst mein Hallo nicht halten. Doch, mit dein Hallo vollgelagert. Was? Du nimmst mein Hallo vollgelagert. Wie bitte? Ich kleckere das, ach, damit ich das nicht vollkleckere. Na komm, dann stecke ich es in die Hosentasche, dann kleckere ich es auch nicht voll. Nee, du steckst es bitte nicht in die Hose. So, ich gebe es ihr deswegen nicht, weil mit diesem Telefon die Aufnahme läuft. Ja, also dieses Telefon lag faktisch mit uns auf unserem Tisch. Und weil ich das ab und zu mal gemacht habe und sie diesem Ding irgendwie eine Bedeutung zugewiesen hat, wollte sie es selbst halten. Also was sie sagt, ich halte dein Hallo. Und du nicht dein Hallo vollkleckerst. Das ist das, was sie im Wesentlichen dann als nächstes produziert. Das ist in dem Alter schon relativ früh, weil es schon relativ schnell sehr komplex wird. Aber Sie sehen, was wir hier dazwischen haben, sind sehr, sehr wenige Monate. Ja, also das heißt, es ist faktisch ein halbes Jahr zwischen da ist und das und das und das, ja, und Papa für Papagei. Zwischen hör auf laufen und ich halte dein Hallo. Das Interessante ist natürlich, dass Sie, weswegen ich Ihnen das zeige, wenn Sie sich an die erste Folie erinnern, wo es darum geht, dass Kinder bestimmte Dinge beobachten, ja, und zum Beispiel Grußfloskeln beobachten, dann hat sie beobachtet, dass ich mir das Telefon nehme, rangehe und das Erste, was ich sage, ist Hallo. Und das Ding heißt für sie dementsprechend Hallo. Ich halte dein Hallo. Und da sehen Sie, wie ich habe das Gerät weder so bezeichnet, ja, noch jemals hat sie irgendwie eine andere Möglichkeit gehabt, das anders zu bezeichnen, sondern die hat es nach dem Akt bezeichnet, den sie selbst beobachtet hat. Ich halte dein Hallo. Und ich habe erst nicht gewusst, was sie von mir will. Ja, also ich halte dein Hallo. Was? Ich halte dein Hallo? Aber es ist das im Wesentlichen, das, was, wenn man eine Evidenz braucht dafür, wie Kinder Sprache lernen, das ist eine. Also aus einem beobachteten Akt abgeleitet, eine Funktion dieses Dings. Das Ding hat Bedeutung. Und was hat es für eine Bedeutung? Ich kann
Hallo sagen damit. Das ist das, was Sie gerade gehört haben. So, das Ganze wird noch abstrakter und noch komplexer, je älter Kinder werden. Und Sie können eigentlich davon ausgehen, wenn Ihr Kind früh anfängt zu sprechen, dass Sie im Alter von 3 Jahren schon so weit sind, dass Sie sich mit dem Kind vernünftig, ja, bitte in Anführungszeichen, unterhalten können. Und dann laufen Sie relativ schnell Gefahr, die kognitiven Fähigkeiten Ihres Kindes zu überschätzen. Auch das ist eine Konsequenz dessen, was man immer sagen muss. Also Kinder, wenn sie 6 oder 7 Jahre alt sind, sind in ihrem mentalen Reifeprozess noch nicht so weit, selbst wenn sie mit ihnen interagieren können, wie mit Erwachsenen. Es bleiben und sind Kinder, die in ihrer Entwicklung sind. Ich zeige Ihnen jetzt aber ein Beispiel, das habe ich hier schon mal ganz kurz anzitiert. Das ist zum Witzen. Ist nicht zum Witzen. Ganz kurz zur Situation. Wenn man Kinder abends ins Bett bringt, in der Hoffnung, dass sie bald schlafen, das ist eine Hoffnung, die über viele Jahre bitter enttäuscht wird, dann ist es so, dass man ihnen unter anderem Märchen erzählen kann. Und das haben wir auch gemacht oder machen wir immer noch. Und ich habe dummerweise den Almanach von Die Karawane. Und in der Karawane sind drin das Gespensterschiff, das Märchen von der abgehackten Hand, der Kalif Storch und der kleine Muck. Und ich habe den Fehler gemacht, meiner Tochter zu sagen, dass da drin ein Märchen von der abgehackten Hand vorkommt. Also ich habe die Titel vorgelesen und es war ein Fehler. Weil sie dann natürlich das Märchen von der abgehackten Hand hören wollte und ich dachte, das ist nicht so ideal jetzt kurz vorm Einschlafen. Okay, also und daraus entwickelt sich aber ein Streit und den hören Sie jetzt. Also schon auch mit dem Gequengel, mit der quengeligen Stimme eines müden Kindes, das müssen Sie mal ertragen jetzt. Warum bist du nicht mehr meine Tochter? Was willst denn du haben? Gar nichts. Geht nicht. Na, das kann. Ich kann. Was mache ich? Du magst mir dauernd. Du hältst dein Versprechen nicht. Welches Versprechen? Dein Versprechen. Ich habe dir versprochen, dass wir den kleinen Muck lesen. Will ich aber nicht. Warum nicht? Weil ich nicht möchte, weil ich dich schon angeguckt habe und ich möchte nicht. Das wollen wir vielleicht Max und Moritz lesen? Nein. Das Kofferspiel spielen? Nein. Zu Ende. Was ist denn zu Ende? Zu Ende mit mir. Ich verstehe nicht, was du meinst. Zu Ende mit mir. Jetzt ist doch nichts zu witzen. Jetzt ist nichts zu witzen. Du schaffst ja gleich die Hand auf. Ich halte die Hand ab. Und zwar beide. Ich halte alles ab. Es gibt das Wort Witzen, gibt es nicht. Das ist nicht zum Witzen. Dann muss man sagen, es ist nicht zum Lachen. Das Wort Witzen gibt es nicht. Und wieso hackst du mir beide Hände ab? Weil du mich dauernd abdrehst. Was? Du drehst mich dauernd ab. Wollen wir uns wieder vertragen? Nein. Warum nicht? Weil ich mich mit dir vertragen möchte. Aber das Märchen von der abgehackten Hand kannst du wirklich nicht bekommen. Das geht nicht. Und das Gespensterschiff, das geht auch nicht. Also das andere mit dir auch nicht. Also geht alles nicht. Ja doch, das Kopfspiel geht und das Zahlenspiel. Alles nicht. Nee. Dafür weiß ich, wie viele Kisten auf dem Schrank stehen. Ich auch. Nee, du weißt es nicht. Doch. Nee. Doch. Doch. Na dann sag's mir doch. Sechs. Sieben. Aber ich zähl 7. So, nur zu der Frage, wie man Kinder ablenken kann. Das funktioniert auch bis zu einem gewissen Alter sehr gut. Darüber hinaus dann nicht mehr.
Genau, warum ich Ihnen das gezeigt habe, ist natürlich, dass hier bestimmte Wortbildungsmuster produktiv werden und ihr fehlen im Wesentlichen zwei, also ihr fehlt ein Wort, nämlich, dass man ein Versprechen nicht hält. Also dass du, sie produziert einmal an der einen Stelle, das habe ich dann auch nicht richtig verstanden, dass du mir das abrätst. Ja, keine Ahnung, Eigengesetzlichkeit. Das heißt, sie versucht irgendwie zu sagen, also du hast mir versprochen, das, die Geschichte zu erzählen und vorzulesen, und du machst es nicht, du hältst dein Versprechen nicht und irgendwie produziert sie in einer Situation, du rätst mich davon ab. Und das ist faktisch als eigengesetzlicher Teil überhaupt nicht zu verstehen. Also es ist komplett unverständlich. Was allerdings gut verständlich ist, zu sagen, das ist nicht zum Witzen. Also das ist ein regelkonform und strukturkonform gebildetes eine Substantivierung eines Verbs, das es nicht gibt. Und deswegen muss ich lachen, was sie auf die Palme treibt. Aber ich konnte mich einfach nicht zusammenreißen, es war zu gut. Ich bin sehr froh, dass ich auch diese Struktur aufgenommen habe. Das heißt, hier werden, sehen Sie schon, dass die sprachlichen Strukturen im Gebrauch der sogenannten Erwachsenensprache immer ähnlicher werden, aber sie haben natürlich immer noch dahinterliegend Strukturen, die für die Kinder selbst komplett plausibel sind, weil sie in ihren eigenen Strukturen Sprache lernen. Und Sie sehen natürlich auch da, dass es so etwas wie Kompositionalität gibt. Das heißt, sie kann faktisch eine bestimmte gelernte Struktur, etwas ist zum X, anwenden auf einen neuen Zusammenhang, den sie mit anderen kombiniert. Das heißt, sie ist offensichtlich dazu in der Lage, zu einer kompositionellen Bildung. Das Zweite, was man hier ganz gut erkennen kann, und darauf werde ich auch noch hinausgehen, ist der Gebrauch von Modalverben. Das ist relativ früh an dem Punkt, also Henrike verwendet hier ein, weil du es mir nicht vorlesen möchtest, müsste ich jetzt nochmal genau draufschauen, sie verwendet offensichtlich eine Modalkonstruktion. Auch so mehrteilige Verbalkomplexe sind in dem Alter nicht ungewöhnlich, sondern werden schon eingesetzt. Und es gibt andere Situationen wie die des Zustandspassivs, dass man lernt aus einer Coppola-Konstruktion mit sein, das Wetter ist schön, die das perfekt stützen, und Sie können eigentlich davon ausgehen, dass Kinder in dem Alter schon sehr, sehr, sehr weit sind, was die Produktion komplexer Konstruktionen angeht. Das Letzte, was Kinder lernen, ist das sogenannte Werden-Passiv. Das erwerben sie zwischen 5 und, sie können es zwischen 5 und 6 produktiv gebrauchen. Verstehen können Sie es höchstwahrscheinlich schon eher, haben aber Probleme mit der Zuordnung Ihrer aus der Verbinselkonstruktion herkommenden Rollen. Also das heißt, in einem Vorgangspassiv zu erkennen, wer geschlagen ist und wer schlägt, ist für Kinder nicht ganz einfach. Dafür brauchen sie dann, weil es auch keine Stützkonstruktion entsprechend gibt, bis zum Alter bis ungefähr 6 Jahre. Ja, jetzt hier ein Auszug aus von Heike Behrens, der im Wesentlichen das alles, was ich jetzt gesagt habe, auch nochmal in Kontrast setzt zur Valenzgrammatik. Die Abstraktionseinheit für das Kind ist dabei die Äußerung in ihrer situativen Gebundenheit und ihrer Diskursfunktion, mithin die Konstruktion. Also Kinder lernen Konstruktion. Der Kontrast zum Valenzbegriff bzw. dem der Argumentstruktur in seiner formalen Definition, also wenn Sie sich an die letzte Woche erinnern, habe ich Ihnen die ganze Zeit versucht zu erklären, wie man faktisch von dieser formalen Definition der Projektion von Einheiten zu einer Semantik des Ganzen kommt. Und das ist auch das, was hier Heike Behrens herausstellt und sagt, wenn wir von der formalen Struktur ausgehen, von der Valenzgrammatik, müssten Kinder über die Valenz eines Verbes lernen, bestimmte Stellen in diesem Valenzschema zu besetzen. Und die Beispiele auch, die ich Ihnen heute gezeigt habe, dürften ausreichen dafür zu illustrieren, dass genau das nicht der Fall ist. Also das heißt, Kinder lernen nicht von diesen wie auch immer gearteten formalen Prinzipien her, sondern sie lernen Sprache aus dem Gebrauch anhand der Funktionen, die Sprache da hat. Bestes Beispiel hier in der ganzen langen Reihe, ich halte dein Hallo. Der Punkt ist an der Sache, dass diese Morphosyntax, also das heißt auch, das ist eine Herausforderung für den Sprachgewerb, diese Regeln und diese Kombinationsregeln, auch der Variantenreichtum, werden aus dem Gebrauch
abgeleitet. Also wenn Sie Ihren Kindern oder Heranwachsenden großen Gefallen tun wollen, gehen Sie häufig ins Theater. Ja, so oft wie es geht. Heike Behrens hier mit einer Sentenz zum Spracherwerb. Ich zeige Ihnen jetzt noch eine andere Struktur. Warum zeige ich Ihnen die? Weil ich die ziemlich gut kenne. Also das heißt, das ist eine Situation, die ich für Sie ganz, vielleicht ganz kurz beschreibe. Also es ist so, wenn Sie, habe ich als das erste Mal verarbeitet in der Einführung in die Konstruktionsgrammatik 2013 und seitdem das Beispiel immer mal wieder rausgeholt, weil es, glaube ich, ganz gut zeigt, in welche Richtung wir uns bewegen. Und ich würde aber heute das so machen, dass ich Ihnen auch zeige, wie man das in dem Annotationsschema, was ich in der letzten Woche entwickelt habe, Ihnen so abbilden kann, dass man sagt, okay, dann sind wir möglicherweise an einem Punkt, wo die Konstruktionsgrammatik vor der Valenzgrammatik zu stehen kommt. Zumindest in unserem Kindergarten ist es so, und ich kenne aber auch andere, die mir das bestätigen, wenn man als Elternteil in den Kindergarten kommt, irgendeines der Kinder einen entdeckt und dann die Zuordnung trifft, ja, es gibt ja irgendwie zwei Kinder oder drei, die irgendwie zu diesem Alter gehören. Der erste, der einen entdeckt, brüllt, entweder Henrike abgeholt oder Leonard abgeholt oder Leonard ist unser Ältester. Und ich habe mich immer gewundert, wie das funktioniert oder was da dahinter steckt. Wenn Sie das rein syntaktisch interpretieren, ist es so, dass das eine enge Apposition sein könnte, also dass irgendwie so ein nachgestelltes Adjektiv ist. Möglicherweise liegt dahinter aber auch eine komplexe Konstruktion, die Sie möglicherweise kennen, also ein Zustandspassiv oder ein Vorgangspassiv, also im Sinne von Leonard ist abgeholt oder Leonard wird abgeholt. Nur hat es nie irgendjemand gesagt, ja, sondern immer nur Vorname abgeholt. Und das benutzen alle Kinder, also auch die, die gerade erst sprechen können, plus alle Betreuerinnen. Sodass es einfach nicht herauszubekommen war, was sie meinen. Ja, also ich konnte auch nicht fragen, weil wenn man fragt, macht man es kaputt, dieses Setting. Und das Ganze lässt sich, als müsste man, also als so ein Pivot-Schema beschreiben. Also als ein Schema, das mehr oder weniger aus zwei Worten besteht. Es gibt ein Bewusstsein, dass irgendein Handelnder beteiligt ist, also nicht mal Handelnder, aber es ist irgendeine Entität beteiligt und mit der passiert irgendwas. Und es ist offensichtlich eine ganz bestimmte Kommunikationssituation gebunden, die von allen Kindern relativ schnell gelernt wird. Also das heißt, immer wenn ein Typ kommt, der größer ist als ich und der offensichtlich jemandes Vater oder Mutter oder sonst wer ist, dann wird gerufen, ich habe es gesehen, da ist deine Bezugsperson. Also es hat auch eine deiktische Funktion. Und zwar einmal auf die Bezugsperson, die kommt, und einmal auf sich selbst, denn man selbst hat es ja gesehen. Also man ist der Erste, der es gesehen hat. Oder die Erste. Ja, also ich rufe es raus, und dann habe ich das identifiziert und alle rennen wie verrückt durch die Gegend. Das funktioniert immer gut, jeden Tag. Also das begleitet mich seit 2008. Ja, seit 2008. Okay. Jetzt könnte man sich ja fragen, was das Ganze ist. Ich bilde Ihnen jetzt mal hier die Situation, also dieses Schema der Konstruktion ab, so wie wir letzte Woche aus der Vorlesung rausgegangen sind. Also Sie haben erstmal irgendwie sowas wie ein Objekt. Ja, also wir nennen es mal Paul. Und dieses Objekt, was auch immer es ist, ja, dem weist man eine Eigenschaft zu. Also sagen wir, Paul abgeholt. Wenn Sie auf einer verbalen Argumentstrukturebene operieren und wenn Sie möglicherweise hier, das sind schon Frame-Elemente, die hier benannt sind, dann ist es so, dass Paul möglicherweise sowas ist wie eine Entität, wie auch immer die geartet ist. Und es wird dieser Entität ein Nachzustand zugewiesen. Also über das Perfektpartizip. Perfektpartizipien bedeuten Perfektivität, das heißt Abgeschlossenheit. Im Wesentlichen wird ihm ein Nachzustand zugewiesen oder einfach eine Eigenschaft, also ein Status. Das Problem ist, es gibt kein Verb. Das ist nicht da.
Die Valenzgrammatik würde jetzt sowas sagen wie, ja, die Valenz steckt doch im Perfektpartizip. Da ist doch so eine Mikrokonstruktion drin, die faktisch voraussetzt, dass es sowas wie eine Handlung gibt. Das Problem ist, das steht nicht da. Und das Problem ist auch, glaube ich, dass Kinder nicht eine Mikrokonstruktion realisieren eines vorher abstrakt gedachten Vorgangs, sondern die produzieren ein Pivot-Schema, nämlich irgendeine Entität und irgendeine Eigenschaft. Okay, jetzt sehen wir mit unserem Muster hier, mit 7 mal x, ziemlich schlecht aus. Jetzt könnte man ja annehmen, ja, Moment, vielleicht steckt das dahinter. Also vielleicht ist es eine reduzierte Konstruktion, ja, also die in der kommunikativen Perspektivierung das Verb auslässt. Das mag sein, aber auch das realisieren die Kinder nicht. Das wäre jetzt keine große Hürde, irgendwie noch daran sein zu realisieren. Aber möglicherweise ist diese Zuweisung mit sein, also sein als Kopularverb, als Kopularkonstruktion, aus der das Perfekt resultiert und aus der auch das Zustandspassiv resultiert. Also in einigen Forschungen spricht man davon, dass man so eine sogenannte Resultativkonstruktion hat und alle diese Formen vereint, wo viel sehr viel spricht. Im Übrigen, dass man sagt, okay, das wäre sowas wie ein Objekt, also eine Entität, und ich weise dieser Entität eine Eigenschaft zu. Also in dem Sinne, wenn ich einen Elzer identifiziere, das schreie, dann sage ich damit zwei Dinge. Erstens, da ist jemand deiner Erziehungsberechtigten gekommen und zweitens, dein Zustand ist jetzt ein anderer. Also du bist nicht mehr hier oder die Tür ist nicht mehr zu, sondern du bist abgeholt. Nur steht es da nicht. Und es sagt niemand. Ja, das ist mein Problem. Also vielleicht noch ein Satz dazu. Diese Coppola-Konstruktion lernen Kinder sehr, sehr früh. Das heißt, dass auch kleine Kinder, die noch nicht so weit sind im Spracherwerb und die noch nicht so ein strukturiertes Sprachwissen haben, für die ist diese Konstruktion und auch die Realisierung transparent. Das heißt, die verstehen das und können es selbst produzieren. Und wenn sie es nicht verstehen, dann können sie es als Pivot realisieren. Aber diese Coppola-Konstruktion mit Sein wird sehr früh erworben. Und es ist eine Konstruktion, die man hier faktisch als Stützkonstruktion dahinter annehmen könnte. Und wir reden da im Alter von 3 bis 4 Jahren, können das alle Kinder verstehen, wenn es keine Pathologien gibt. Ja, also das heißt, das ist plausibel, das anzunehmen, dass diese Konstruktion dahinter steckt. Aber sie wird nicht realisiert. Etwas unplausibler ist das Werden passiv. Ja, also im Sinne von, es gibt eine Zustandsänderung, also ich weise nicht nur einen Zustand zu, sondern es gibt eine Zustandsveränderung im Sinne von, Paul oder Leonard wird im Moment abgeholt und irgendwann wird er soweit sein, dass er abgeholt ist. Diese Konstruktion lernen Kinder sehr viel später, das heißt im Alter von 5 bis 6 Jahren, und es ist aus diesem Grunde wahrscheinlicher, dass sie in dem frühen, vor allen Dingen von kleinen Kindern, entweder nicht transparent verstanden wird oder dass sie mehr oder weniger, ja, also dass sie als Pivot-Schema zwar gelernt wird, aber nicht verstanden wird, weil sie nicht transparent ist. Das spricht eigentlich aus Spracherwerbsperspektive gegen das Werden passiv. Was man aber machen kann, ist, dass man sagt, ja, es ist eine eigengesetzliche Konstruktion, die Kinder eben so lernen. Also es ist ein Pivot-Schema, das ohne finites Verb auskommt. Also sie weisen einer Entität eine Eigenschaft zu, brauchen dazu aber kein Verb. Und das können sie konstruktionsgrammatisch tun. Und ich würde jetzt im Moment dafür argumentieren, dass es sich um so eine Proto-Eigenschaftszuweisung handelt. Also Askription bedeutet Eigenschaftszuweisung, dass man einer Entität, wie auch immer gearteten Entität, eine Eigenschaft zuweist. Es kann ein Status sein oder ein Nachzustand. Es gibt übrigens kein gutes englisches Wort für Nachzustand. Das ist sehr ärgerlich, finde.
Okay, und damit könnte man sagen, damit hätte ich die Konstruktion beschrieben. Also das heißt, ich habe die kommunikativen Realisierungen, aber ich muss mich darauf einlassen, dass ich eben nicht von der Valenz aus argumentieren kann. Also wenn Sie von der Valenz aus kommen, müssen Sie sagen, ist defizitär, ist eine Ellipse. Aber Sie können die Konstruktion und deren Realisierung nicht in Gänze beschreiben und auch nicht darstellen. Und dann ist Folgendes passiert. Also ich habe von 2008 bis 2013 habe ich mir diese Beispielsätze angehört. Ja, abgeholt, 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 abgeholt. Und 2015, also 7 Jahre später, sagte Max im Kindergarten, Henrike, du bist abgeholt. Und damit hat er faktisch dieses Muster expliziert. Also zumindest aus seiner Perspektive. Ja, das heißt nicht, dass es generalisierbar ist, aber er hat aus seiner Perspektive dieses Muster expliziert und es ist eben in seiner Perspektive kein Werden passiv gewesen, sondern es ist eine Zustandszuweisung mit Sein. War ich sehr dankbar für, weil man dann nachträglich eigentlich diese Struktur bestätigt hat. Zumindest für Max, für alle anderen kann ich nicht sprechen. Aber möglicherweise ist es das genau das, was dahinter steckt, nämlich, dass man ein Pivot-Schema realisiert hat, was aber auf eine Zustandszuweisung hinausläuft. Im Spracherwerb. Aber wenn man das einzeln so abbildet, sollte man das systematisch machen und nicht sagen, das wird irgendwann mal ein Zustandspassiv und es ist jetzt noch defizitär, sondern man könnte das als Vorstufe beschreiben für die Erlernung einer Struktur der Eigenschaftszuweisung. Ja. Jetzt würde ich Ihnen ganz gern, Sie noch ganz gern hinweisen auf eine Dissertation von Franziska Semken, die 2018 abgeschlossen und bewertet und überarbeitet ist und hoffentlich bald publiziert wird. Denn es handelt sich da um die Erwerbsdynamiken im frühen kindlichen Erstspracherwerb am Beispiel von wollen, mögen, möchten, müssen, können, sollen, dürfen, brauchen. Also einer ganzen Reihe von Modalverben. Wenn Sie sich wundern jetzt, warum brauchen ein Modalverb sei, das werden Sie vielleicht noch nicht ganz so oft gehört haben, aber kommt vor allen Dingen in Strukturen vor wie ich brauche nicht essen. Ja, im Sinne von nicht müssen. Das, was Franziska Semken hier probiert, ist, dass sie sprachgebrauchsbasierte Konstruktionsgrammatik mit einer Grammatikalisierungshypothese zusammenbindet. Und hier abgebildet sehen Sie einen sogenannten Kohärenzgraphen, der faktisch anzeigt, welche sprachlichen Einheiten miteinander in Relation stehen. Das aber nur zur Illustration. Ich hoffe, dass es bald kommt. Halten Sie bitte wenn Sie sich für den frühen Spracherwerb interessieren, halten Sie danach bitte die Augen offen. Wenn es publiziert ist, werde ich darauf hinweisen. Das Beispiel, an das ich nochmal zurückerinnern möchte, ist der kurze Dialog zu den abgehackten Händen. Und Henrike verwendet eine Modalkonstruktion mit möchten, weil du mir das nicht vorlesen möchtest. Und das ist etwas, was Kinder im Alter von 3 Jahren beginnen zu verwenden. Und ich zeige Ihnen hier ganz kurz abschließend noch ein paar Zahlen aus dieser Untersuchung. Korpora zum frühen Erstspracherwerb sind extrem dünn und extrem selten. Es gibt sehr wenige Sprachgebrauchsdaten. Die Lage im Moment verbessert sich. Am bekanntesten ist das sogenannte Leo-Korpus. Das Leo-Korpus heißt nicht, es ist irgendwie keine verrückte Abkürzung, der Junge heißt Leo. Und Sie sehen hier, das hat auch sie verwendet und sie entscheidet sich für 3 Korpora, die sie näher untersucht, ist das von Lilly, von Caroline und von Leo. Und in der linken Abbildung sehen Sie die Äußerungen, die dieses Korpus umfasst. Und da sehen Sie schon, warum die meisten mit diesem sogenannten Leo-Korpus arbeiten. Das ist am dichtesten belegt. In der zweiten Übersicht, die ich Ihnen auch hier zitiert herauskopiert habe, sehen Sie insgesamt diese Übersicht bildet nicht den Spracherwerbsprozess ab, sondern zu welchen Teilen die Kinder bestimmte Modalverben verwenden. Die Übersicht, dass das nicht zusammengeht mit dem Input, den sie bekommen, zeige ich Ihnen nicht.
Also es ist zum Beispiel so, dass vielleicht nur eine Zahl Caroline benutzt wollen überproportional häufig. Ja, also das erste, also dieses Verb steht für sie an erster Stelle. Ihre Mutter hingegen, also einem mütterlichen Input kann es nicht liegen, weil bei der Mutter auch können an erster Stelle steht. Sie sehen, das ist eigentlich eine relativ gute Verteilung und Sie sehen auch, welche Vertreter entsprechend selten sind. Also dürfen und sollen zum Beispiel sind relativ gering und mögen und möchten, je nachdem, wie der Input aussieht, aber geht auch eher gegen Null. Und tatsächlich sind können, wollen und müssen die wichtigsten Vertreter, was die Modalverben angeht. Und auch brauchen, sehen Sie, es spielt eigentlich in dem Spracherwerbsprozess nicht die entscheidende Rolle. Also das geht sehr stark in Richtung Idiomatisierung. Ich brauche nicht essen. Man müsste mal schauen, wie in Sprachgebrauchsdaten das aussieht. Ich würde mal vermuten, dass brauchen vor allen Dingen in Negationen verwendet wird. Also ich brauche nicht X. Und das sieht schon anders aus. Es ist sehr eingeschränkt, der Gebrauchszusammenhang. Auch das zeige ich Ihnen jetzt, was man damit tun kann. Diese Übersicht, muss ich ehrlich sagen, finde ich an der Studie mit eine der erhellendsten und augenöffnendsten. Es ist so, dass Kinder Modalverben erst verwenden ohne Modalkonstruktion, also das heißt ohne weitere Konstruktion. Ich muss oder ich darf Apfel oder ich darf raus oder sowas, ja. Und dann als zweites nachgelagert die Modalkonstruktion erlangen. Das Ganze spricht dafür, dass man das auch in der Art und Weise beschreiben soll. Sie sehen, blau ist hier angezeigt immer oberhalb dieser Linie, dieses Graphen, sehen Sie den Gebrauch ohne zusätzlichen Infinitiv. Unterhalb sehen Sie den Gebrauch mit Infinitiv. Und Sie sehen, dass dieser Gebrauch mit Infinitiv zeitlich immer nachgelagert ist. Also die Kinder fangen zu unterschiedlichen Zeiten an. Also bei Caroline sieht es ein bisschen anders aus, aber Sie sehen, ich darf Ihnen das nochmal zeigen, ja, also die Korpusdaten sind, also sagen wir mal so, die Belegdaten sind nicht besonders gut. Bei Leo sieht man das relativ deutlich und auch bei Lilly, dass sie erst die Verben verwendet als sogenannte Vollverben und dann in Modalkonstruktion mit einem weiteren Infinitiv. Und Sie sehen auch, wann es anfängt. Also Lilly fängt damit sehr viel früher an als Leo. Und Sie sehen auch, in welcher Reihenfolge bestimmte Verben verwendet werden und in welcher Dichte bestimmte Verben auftauchen. Das lohnt sich jetzt nicht, das im Detail durchzuschauen. Schauen Sie sich das bitte in der Präsentation an, die ist online. Und ich kann Sie nur nochmal darauf aufmerksam machen, wenn Sie also tatsächlich sich für den frühen Erstspracherwerb interessieren, dann ist das eine der im Moment sehr interessanten Dissertationen in diesem Gebiet, die aktueller eigentlich nicht geht. Ich denke, Sie können Franziska Semke noch anschreiben, wenn Sie mal einen Blick reinwerfen wollen. Ich stelle auch gerne den Kontakt her, wenn Sie sich dafür interessieren. Ja, vielleicht zum Abschluss hier noch einmal eine Zusammenfassung, die Sie auch so bei Holger Diesel finden. Also wenn wir uns konstruktionsgrammatisch oder kognitionslinguistisch im weiteren Sinne mit dem Aufbau von Sprachwissen auseinandersetzen, dann ist es zunächst so, dass wir diese normalen Prozesse durchlaufen. Das sehen Sie hier jetzt mir das selbst passiert, also Assoziation von Form und Bedeutung. Ich müsste es eigentlich umdrehen. Aber so kann es gehen. Also mir fällt es selber schwer, diesen eingetretenen Pfad zu verlassen, aber ich versuche das beim nächsten Mal besser zu machen, also die Assoziation von Bedeutung und Form. Dann erlernt man Einzelitems, das haben Sie gesehen an den sogenannten Holophrasen, können darüber abstrahieren von diesen Einzelitems auf ein sogenanntes Token-Entrenchment. Das habe ich Ihnen versucht, auch an dem Beispiel zu zeigen mit der Aufzählung von unterschiedlichen Tieren. Ja, also das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Und dann haben Sie selber an Stellen gelacht, wo es nicht zusammenpasste, also wo man sagt, okay, es ist eine Katze und es ist eine Weintraube. Wo man selber in seiner Kategorisierung auf einmal, wie kann das sein? Ja, was soll das, was ist das für ein Kinderbuch? Von diesem Token Entrenchment aus schematisieren Sie
abstrakte Schemata, dafür war das Beispiel zum Witzen. Also das faktisch produktiv wird, indem man aus einem gelernten konzeptualisierten abstrakten Schema faktisch eine Neubildung vorschlägt, die dann in der einen oder anderen Situation vielleicht zum Lachen ist. Dann funktioniert über diese abstrakte Koordinierung, werden prototypische Kategorisierungen gebildet und schlussendlich haben wir sowas wie ein Type Entrenchment. Das war das letzte Beispiel, also X abgeholt, wo sie faktisch aus dem Type mit einer lexikalisch freien Slot bestimmte kommunikative Handlungen vollziehen können. Gut, das soll soweit gewesen sein für heute, für das Thema früher kindlicher Spracherwerb aus Perspektive der Konstruktionsgrammatik. Zusammenfassend vielleicht so viel, es ist tatsächlich wenn man aus dem aus der kognitiven Grammatik oder aus der kognitiven Linguistik heraus schaut, verwunderlich, wie lange sich das generative Paradigma vor allen Dingen im Erstspracherwerb halten konnte. Oder sagen wir anders, wie lange der Erstspracherwerb nicht auf der Folie für die linguistische Beschreibung war. Warum? Weil man aus der Valenzgrammatik und aus der generativen Grammatik heraus kindlichen Spracherwerb nur als Defizitmodell beschreiben kann. Also das heißt, es ist halt eine Realisierung ohne Verb. Und wenn es eine Realisierung ohne Verb ist, dann bedeutet das, das ist eine Ellipse und es ist noch nicht fertig. Die Syntax des Kindes ist noch nicht fertig. Die Konstruktionsgrammatik versucht dem so entgegenzuwirken, dass sie sagt, doch, wir müssen die Eigengesetzlichkeiten beim Spracherwerb berücksichtigen. Wir müssen damit rechnen, dass faktisch Konstruktionsrealisierung und Muster abgespeichert werden, die zur Produktion von Sätzen führen, die nicht einer Erwachsenensprache entsprechen, sondern die eine Eigenlogik haben. Und diese Eigenlogik müssen wir auch beschreiben. Das ist im Wesentlichen das Ziel. Gut. Nächste Woche findet die Vorlesung nicht statt. Da bin ich auf Tagung. Und wir sehen uns dann in 14 Tagen wieder. Hoffentlich zur selben Zeit. Und bis dahin erstmal, ja, es scheint die Sonne, was sonst. Ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann in 14 Tagen wieder. Bis dahin.